Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder zu einem Video und zwar zu einem kleinen Pop-out und zu einem Pop-out, was ich schon ausgepoppt habe. Zeige ich euch gerne noch die Sachen, weil ich habe schon ein bisschen angefangen zu bearbeiten. Ich lege mal hier mein Tablet hin, dass ich die da wieder drauflegen kann. Und zwar habe ich hier diese eine tolle Form. Diese hier und die möchte ich mir unbedingt noch mal nachbestellen. Und da habe ich mir Anhänger gemacht. Einmal Unterwasserwelten, die zeige ich euch als erstes. Einmal hier mit so Blubberblasen. Da habe ich schon so einen Spaltring reingemacht. Und ich finde, das funkelt auch richtig schön. Dann hier ein Seepferd. Dann hier eine Qualle, aber das wird bei mir bleiben, weil das war nicht richtig hart. Und dann habe ich da überlackiert und ja, aber das habe ich noch mal gemacht. Ist dann so, da habe ich auch schon so einen Schlüsselring dran. Und da habe ich hier noch mal ein Seepferd. Und diese zwei Teile hätten eigentlich zusammengehört, das sieht man ja. Am Herz, aber das ist nicht so schlimm, finde ich jetzt. Kommt das halt alleine vielleicht in den Shop rein. Die Links zu allem findet ihr ja unten in der Infobox. Dann habe ich, ich denke mal, das sind Halloween-Teile. Ich weiß gar nicht, ob das so Halloween ist. Ich glaube, den habe ich auch zwei Bögen. Habe ich gedacht, ich gieße die auch mal ein. Und die zwei können halt wieder auch so zusammen. Dann habe ich hier mit Schmetterling. Dann hier so eine Feder verkehrt rum. Schmetterling. Eiffelturm. Nochmal Federn. Die mit den Federn finde ich hier besonders schön. Und dann habe ich hier so kleine. Ich lege die mal so. Hand. Dann hier so eine Katze, die Pandas, eine Eule, Kätzchen, nochmal zwei Kätzchen, ein Eiffelturm, da werde ich einen Magneten draus machen hier. Dann hier so ein Puzzleteil, hier ein Herz und da werde ich auch ein Magnet draus machen. Da habe ich den Buchstaben N und B, da mache ich Anhänger für meine Tante und ihr Enkelsohn. Dann habe ich Flossen gegossen, einmal hier in diesen Blau. Ein ganz schönes Blau, finde ich. Das glaube ich Lidschatten. Ne, das ist Acrylfarbe vom Wolwart. Dann hier einmal in Rosa und Blau. Dann habe ich Kügelchen gegossen, ganz viele. In den Farben hier mal in Transparent und dann halt mit Weiß nochmal dazu gegossen, zugemischt. Und auch mit dem Hellblau und Rosa, allen möglichen Farben. Dann habe ich einen Mond. Ah, ich habe sogar noch welche in Schwarz. Dann habe ich hier einen Mond. Ein Alpaka, glaube ich, aber die Form ist nicht schön. Ich gucke mal, ob ich die lackiert bekomme und dann benutze. Dann zwei Delfine in Schwarz. Oder ist das schwarz? Das soll eher so nicht schwarz sein, aber so gräulich schwarz. So. So ein graues Pigment. Und dann einmal noch Wale in so und den hellblauen. Das waren einmal die.
Und dann habe ich hier meine. Ah, ich hatte noch zwei Lesezeichen. Wo habe ich denn? Dann habe ich zwei Lesezeichen gegossen. Ich hoffe einmal mit so. Ich war nicht Schneewittchen. Ich glaube, Cinderella ist das im Schuh. Aber ja, die sind halt ziemlich groß und dick. Mal gucken. Dann hier mit Schmetterlinge, ein kleineres. Dann hatte ich noch Gummibärchen gegossen, aber die habe ich schon fertig gemacht. Den hier, den habe ich hier so mit Gummibärchen, Bärchen und Glöckchen so dran gemacht. Einmal dann noch in rosa, dann so diesem hellblauen. Da habe ich noch ganz viele Perlen gegossen. Da habe ich auch schon Engel davon gemacht. Aber ich muss jetzt auf meine Ding warten. Das Licht ist so grell, glaube ich. Ja, das ist, glaube ich, besser. Und hier habe ich auch noch ein paar. Also ich zeige euch die nochmal, falls ihr die jetzt gerade wegen dem Licht nicht gesehen habt. Jupp. So, jetzt gehen wir es ausklappen. Ich habe schon ein paar ausgeploppt. Und zwar die zwei Blumen. Da ist auch so ein Farbverlauf, aber da merkt man die Farbe. Die Form ist schon matt. Das ist so ein Schwarz und ein dunkles Rot. Dann habe ich zwei Lesezeichen ausgeploppt, einmal mit einem Sternchen und einmal hier mit der Wasserwelt. Da merkt man auch, wie noch biegsam das ist. Naja. Sonst hatte ich doch hier diese Vierecke, finde ich halt richtig toll. Da habe ich einmal einen Schneemann gemacht. Ich fange schon an mit Weihnachtsdinger gießen, dass ich die dann nur noch fertig machen muss mit Merry Christmas. Und hier auch noch mal, finde ich richtig schön, also die gefallen mir richtig gut. Dann habe ich Gummibärchen noch mal in so einem, ich weiß auch nicht, das ist so ein, ich weiß nicht, was ich euch sagen soll, so ein braun Kupferton, das ist also Pigment. Das ist auch so ein Pigment. Erstmal die kleinen Sachen. Schauen wir mal die großen Sachen machen. Dann habe ich Wale. Habe ich beide gemacht? Ich glaube ja. Einmal hier in diesem Blau. Das sind halt die, was so schimmern, das sind alles Pigmente. Ich habe so viel Pigmente. Auch von der Arbeit her. Da kann ich die mitnehmen, wenn wir die nicht mehr brauchen. Also diese Tester. Dann hier diese Katze. Dann nochmal hier so eine Katze. Die finde ich richtig schön. Also die zwei gefallen mir richtig gut. Dann haben wir noch hier eine Katze. Dann haben wir zwei Delfine, immerhin in so einem schönen Blau. Der ist auch nochmal in Blau. Dann haben wir die Walflosse, das ist das Rot von der Blume. Rot, lila. Das ist schwarz. Dann haben wir hier hellblaues und ein rosa. Die können auch so zusammen. Einmal die. Also ich finde es gar nicht schlimm, dass man so ein bisschen das Pigment sieht. Also mir gefällt das.
ich hier noch? Da hatte ich noch eine klare Schicht drin und habe einfach weiß aufgegossen. Gefällt mir auch gut. Dann hier so. Wie gesagt, das sind alles Reste. Dann habe ich hier auch noch mal. Die Form finde ich auch toll. Das ist so eine Ente. Eine Eule. Dann hier auch noch mal eine Eule. Dann hier noch mal eine Ente. Hier ein Häschen mit einem Schmetterling. Eulchen. Und hier haben wir auch ein Eulchen. Tja. Das werde ich nicht mit euch rausholen, das Teil. Ich hoffe, ihr habt alles gesehen, dass das automatisch fokussiert hat. Und kriege ich die raus? Einmal hier so eins. Das ist immer so schwer mit den Formen, aber es ploppt dann von alleine raus und hier auch nochmal. Das fällt mir auch richtig gut. Dann habe ich Perlen. Das sind die großen, das sind die kleinen, das sind die großen. Und zwar mit dem Rest weiß. Habe ich mir auch bei Doran Beats jetzt noch mal welche mitbestellt. Ein Preis. Vier Stück in Weiß. Oh. Dann eine hier so in Hellblau mit Glitzer. Und eine hier mit weiß und hellblau. Hier auch rosa mit Glitzer. Das sind die Reste. Ich sehe die dann auch gleich von was. Dann hier einmal mit dem. Die ist auch cool. Ist gar keine mit drin. So, das ist echt immer eine Qual, die da rauszukriegen. Die kleinen gehen einfach. Also die zwei können zu den großen. Dann hier kommt eine hellblaue. Kommt zu der hellblaue und dann einmal hier. Die. Ja, einmal die Farbe. Und dann haben wir hier noch eine hellblaue. Ich weiß zwar jetzt nicht warum, aber ich glaube, das ist für die hier. Ja gut, kann man ja auch machen. Dann haben wir nur noch weiße. Weiße und zum Schluss noch eine weiße. Ja, das war einmal das. Dann habe ich hier, für die habe ich halt die hellblau und rosa benutzt. Die habe ich schon reingeguckt und ich finde die wunderschön. Schaut mal. Und gar keine Blasen. Doch hier ist eine ganz minimale kleine Blase. Richtig schön. Die gefällt mir sehr gut. Da ist eine Blase. Aber sonst. Ja.
Das gleiche dann hier. Das Gegengesetzte. Gefällt mir auch sehr gut. Und hier habe ich es halt gemischt. So, dann haben wir hier so kleine. Da habe ich so Sterne gemacht. Ich glaube, das sind alles dieselben. Und das ist so ein, auch ein Pigment. Blaues. Gefällt mir auch sehr gut. Dann habe ich noch Herzchen gemacht. Einmal in der Farbe, das ist schwarz, glaube ich. Überall fliegen diese Tropfendinger rum. Rot. Oh, das ist schön, das Rot. So, da ist auch noch ein bisschen Rot dazwischen. Finde ich richtig cool. Dann habe ich hier noch ein bisschen Kleeblätter. Das sind auch, nee, das war nur eins, sind so schwarz und die anderen sind grün. Ohne Glitzer. Muss ja nicht immer Glitzer dabei sein. Finde ich jetzt. Hier so in grün. Und einmal so in schwarz. Dann haben wir hier noch zwei Flügel. In schwarz. Dann haben wir noch Herzchen. Matt sind. Die Farbe gefällt mir auch richtig gut. Ich mache die halt immer eine Farbe, dann mache ich eine dünne weiße Schicht hinten dran. Und wenn man den Lack von den Hobbylack nimmt, dann glänzt das so. Den, wo ich euch gezeigt habe im letzten Video. Richtig toll. Ja, dann habe ich hier noch Puzzleteile gemacht. Ich finde, die passen da richtig gut rein. Dann habe ich da wieder verplant, die Bläschen wegzumachen. Die sieht man hier am Rand. Sieht man wahrscheinlich. Ja gut, passiert. Aber ich habe sie wäre gebrannt, aber die sind wahrscheinlich dann gekommen, wo ich nicht mehr dran war. Sich eher abfallen, von dem her passt es. Auch viermal dieselben. Nur andere. Da stößt jetzt total hier im Eck dran. Und hier ist es halt so mittig. Können wir das so zusammenpuzzeln? So. Ja, jetzt habe ich noch mal eine große Form. Das sind alles Weihnachtsteile. Ich habe mich erschrocken. Da habe ich einmal hier diesen Schneemann. Finde ich richtig schön. Das kleine Bläschen dran. Ja gut, passiert. Ja. Muss man hinten noch ein bisschen schleifen. Dann die Eule hier.
ganz schön. Ich glaube, das werden aber alles Magnete. Und das Eichhörnchen hier. Ja, dann habe ich noch die kleine Version davon. Das ist auch das letzte. Dann haben wir immer den Fuchs. Schneemann. Da habe ich viele Schneemänner. Nochmal ein Schneemann. Nehmen. Noch Eile. Ein Rehen, ein Hirsch, ein Rentier oder wie immer. Noch mal eins. Ja, das waren meine fertig gegossenen Teile. Vielleicht nehme ich euch diesmal wirklich mit und zeige euch, wie ich die bearbeite. Weil das ist, wie nicht viele denken, eine Sache von 5 Minuten. Nein, man muss ja jedes einzelne Teil schleifen. Da muss man ein Loch bohren, da muss man es verzieren, da muss man einen Anhänger dran machen. Und ja. Das kostet schon seine Zeit. Ich denke mal, die Löcher werde ich jetzt nahe alle bohren, dass es noch nicht ganz ausgehärtet ist. Ja. Ihr könnt mir mal euer Feedback dazu lassen und alles weitere findet ihr in der Infobox. Und dann würde ich sagen, man sieht sich im nächsten Video. Tschüss!